Man hört ja von Minimalisten eigentlich nicht so oft, dass sie irgendwie oft einkaufen gehen oder so shoppen gehen. Natürlich muss man aber auch mal als Minimalistin einkaufen gehen. Aber der Punkt hierbei ist es einfach, dass die Minimalistinnen mit Intention und bewusst einkaufen und shoppen gehen. Und wie ihr wisst, beschäftige ich mich jetzt schon seit Anfang des Jahres mit dem Thema Minimalismus und habe mir jetzt auch schon so ein paar Tipps ausformuliert und ein paar Tipps angeeignet, die ich gerne befolgen möchte, bevor ich eine Sache einkaufe. Und diese möchte ich heute mal mit dir teilen. Viel Spaß dabei. Der erste Punkt ist, eine Liste zu machen. Das hilft dir einfach nur, die Dinge zu kaufen, die du wirklich brauchst und wirklich haben möchtest und nicht Dinge zu kaufen, nur weil sie da gerade irgendwie schön aussehen. Diese Liste kannst du einfach auf deinem Handy machen, in den Notizen beispielsweise. Das ist wirklich total einfach. Und du kannst die Liste auch ganz aktuell halten, da du sie immer bearbeiten kannst und so weißt du immer, was du gerade brauchst und kannst dich dann auch daran halten und kaufst nicht einfach willkürlich irgendwas ein, was gerade da irgendwie schön aussieht oder wonach du dich gerade irgendwie fühlst. Der zweite Punkt ist, nicht impulsiv zu kaufen. Es hilft dir einfach sehr zu warten, wenn du etwas kaufen möchtest und es nicht sofort und impulsiv zu kaufen. Das heißt, du kannst beispielsweise das Ganze speichern, einen Screenshot machen, wenn du das irgendwo im Internet siehst oder dir es irgendwie aufschreiben und dann in ein paar Tagen nochmal zurückzukommen, nochmal zu gucken, brauche ich das wirklich und dann ein bisschen zu reflektieren, ob du das immer noch haben möchtest und ob dir das auch auf lange Zeit gefallen wird und du es für lange Zeit benutzen wirst. Denn ich glaube, es ist oft so, wenn wir Sachen impulsiv kaufen, werden sie uns auf lange Zeit nicht wirklich gefallen, da wir diese Dinge in diesem Moment schön finden, wir uns aber nicht Gedanken gemacht haben, ob wir sie langfristig brauchen und schön finden werden. Und es gibt ja diese Redewendung, eine Nacht drüber schlafen. Und ich finde diese Aussage, zumindest was den Konsum angeht, ziemlich sinnvoll, wenn du zumindest eine Nacht drüber schläfst und am nächsten Morgen nochmal überlegst, ob du das immer noch haben möchtest. Der dritte Punkt ist etwas ähnlich wie der zweite Punkt, und zwar geht es darum, nicht aus Emotionen zu kaufen. Und deswegen habe ich ja auch schon gesagt, dass Warten ziemlich sinnvoll ist. Beispielsweise, wenn du jetzt ein Kleid gesehen hast bei einem Mädchen, was du total schön findest und auch haben möchtest, dann ist es wirklich sinnvoll zu warten und nicht aus Emotionen rauszukaufen. Nicht, weil du denkst, das finde ich gerade schön, das muss ich jetzt auch haben. Weil vielleicht willst du es in dem Moment unbedingt, weil es bei dieser Frau, bei diesem Mädchen gerade super schön aussah. Aber wenn du überlegst, dann merkst du, dass du es vielleicht gar nicht wirklich haben möchtest und du es eigentlich wirklich gar nicht schön findest. Und ich glaube, dieses aus Emotionen kaufen war eine Sache, die ich in meinem bisherigen Leben, ich bin noch nicht so alt, ehrlich gesagt, aber ich glaube, ich habe das ein paar Jahre zurück öfter gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt gelernt habe, zu reflektieren und zu gucken, ob ich das wirklich brauche und das nicht zu kaufen, weil es in dem Moment einfach super schön ist und weil ich es in dem Moment einfach haben möchte, weil ich aus irgendeiner Emotion rauskaufe, sondern nein, ich überlege ein bisschen und warte mindestens einen Tag. Eigentlich mache ich das auch nicht einen Tag, ich warte eigentlich immer ziemlich lange. Ja, egal. Egal. Der vierte Punkt ist, dein Warum zu überlegen. Also was ist deine Intention und warum möchtest du diese Sache jetzt kaufen? Brauchst du es wirklich oder möchtest du nur einem Trend hinterherlaufen? Hilft es dir auf längere Zeit oder möchtest du es vielleicht nur jetzt gerade haben? Und ich denke, sich diese Frage nach dem Warum zu stellen, ist generell echt hilfreich im Leben. Nicht nur auf den Konsum bezogen, also gerade auf den Konsum bezogen, aber sonst auch. Also immer wieder zu überlegen, warum? Warum mache ich das? Warum mache ich das vielleicht auch nicht? Und was ist meine Intention, meine Aktion? Das ist ein komischer Satz. Was ist meine Intention, meine Aktion? Was ist meine Intention, meine Handlung? So. Fünftens ist ein etwas spezifischerer Tipp, jetzt bezogen auf Klamotten. Was ich ziemlich gut finde, ist, sich bei Klamotten immer zu fragen, wie kann ich das kombinieren? Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise dieses Top hier kaufen möchtest, diese Bluse kaufen möchtest, dann fragst du dich, wie kann ich diese Bluse kombinieren? Also was habe ich schon zu Hause, wozu das passen würde? Und wenn du irgendwie findest, dass es vielleicht gar nichts gibt oder auch nur eine Sache gibt, dann würde ich persönlich es eher nicht kaufen. Wenn es aber 4, 5, vielleicht sogar 6 Sachen gibt, die du irgendwie anziehen könntest, dann merkst du, dass es ziemlich nachhaltig und ziemlich sinnvoll ist. Und dann ergibt es doch eher Sinn, das zu kaufen, als wenn du nur eine Möglichkeit hast, das irgendwie zu kombinieren und irgendwie anzuziehen. Und ich glaube, der sechste Punkt, der jetzt kommt, ist so ein bisschen gewagt, wenn ich das sage, weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die diesem Punkt total widersprechen werden. Und es ist auch nur meine persönliche Meinung jetzt, aber der sechste Punkt ist es einfach nicht aus Spaß shoppen zu gehen, sondern nur, wenn du etwas brauchst oder etwas unbedingt haben möchtest und das schon länger haben möchtest. Und ich habe das bis Anfang des Jahres auch noch so gemacht, dass ich öfter, wenn ich sage öfter, da meine ich jetzt nicht, dass ich jede Woche shoppen gegangen bin, aber vielleicht so alle 2, 3 Monate bin ich schon so aus Spaß shoppen gegangen, also mit einer Freundin am Wochenende bin ich in die Mall gefahren oder so, um einfach irgendwas zu kaufen, ohne eine Intention, ohne zu überlegen, was ich haben möchte, sondern einfach aus dem Spaß heraus. Einfach, weil es irgendwie ein cooler Zeitvertreib war und weil Konsum
für mich damals irgendwie nichts war, was ich krass hinterfragt habe, glaube ich. Also nicht so auf so einer tiefen Ebene, wie ich das jetzt mache. Und ich kenne auch Leute, die wirklich ohne Spaß jetzt jede Woche shoppen gehen und jede Woche ins Einkaufszentrum gehen, um sich irgendwas zu kaufen. Und das ist halt einfach eine Sache, die ich als angehende Minimalistin nicht mehr machen möchte. Und ja, versuche sehr krass zu vermeiden und versuche wirklich nur einkaufen zu gehen, wenn ich was Neues brauche. Oder wenn es eine Sache gibt, die ich unbedingt schon länger haben möchte und weiß, dass sie mir auch auf längere Zeit Freude bringen wird in meinem Leben und mich noch länger begleiten wird. Schreib mir doch gerne mal deine Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren. Ansonsten würde ich sagen, falls dir dieses Video gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken, hab noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich auch bis sehr bald mal wieder. Tschüss, danke fürs Zusehen.